Ja, liebe Zuschauer, ein weiteres Mal hier von zu Hause. Es geht um ein Thema, was jetzt gerade in den letzten Tagen ziemlich eingeschlagen hat. Denn eine Rechtsanwältin und ein Arzt, die nicht konform mit den Mainstream-Medien oder der Politik gingen, wurden zwischendurch in die Psychiatrie eingeliefert. Und ich habe mit Dr. Ulrich Wehrt, einem Psychiater, Neurologen, den ich ja wegen seiner ewigen Nadel schon öfter interviewt habe, aber er ist eben auch Psychiater und kennt das System DDR in- und auswendig. Und ich bin froh, dass ich wenigstens über dieses Thema mal mit einem Psychiater sprechen kann. Was ist da los? Kennt man sowas? Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Hallo, Witz. Ja, Ulrich, du hast über Jahre, ich glaube 15 Jahre waren es damals, deinen Antrag auf Prüfung zum Facharzt für Neurologie und Psychiatrie gestellt und hast anschließend nach der Wende in deinen Stasi-Akten gelesen, Dr. Wehrt belehrt die Partei, er darf keine Karriere machen. Was war da los? Und du hast ja auch die Erfahrung der Psychiatrie gemacht, nicht nur, dass du als Arzt. Ja, ja. Magst du da kurz drüber erzählen? Ich kann da drüber erzählen. Also bis zu meiner Promotion ging alles wunderbar. Da war ich beim Begründer der Neurobiologie, Mitbegründer. Und da hatte ich keine Probleme, alles mit Auszeichnung, ganz große Lobe. Und plötzlich, als ich dann das in der Praxis anwenden wollte, was ich über das Gehirn weiß, und da kam dann in meiner Facharztausbildung, kamen da welche von der Stasi und die wollten was über einen christlichen Freund wissen. Und da habe ich einen Wutanfall gekriegt und habe gesagt, ihr Schweine, sowas mache ich nicht. Das konnte ich jetzt rückblickend darauf zurückführen. Von da ab sollte meine Karriere auf Eis gelegt werden. Ich sollte dann keinen Einfluss mehr auf die Menschen bekommen mit der großartigen Promotion. Und mein Wissen hätte ich ja sofort Chefarzt werden müssen und das war nicht im Sinne der Partei. So, und dann hatte ich das so ein bisschen rausgehört aus dem, ich wusste ja erstmal gar nichts, ich habe das ja erst in der Stasi-Akte nachher später nach der Wende gesehen, dass ein Oberst der Stasi, der Chef vom Bezirk Magdeburg, gesagt hat, ihn müsste als psychisch krank erklären. So, oder er ist so zu sehen als psychisch krank, weil er unglaubwürdig sein muss. Weil das darf nicht sein, dass jetzt einer, der sich noch der Stasi da widersetzt und dann noch außerdem könnte das ja rauskommen, der muss unglaubwürdig gemacht werden. Und das ist ja das Schlimme bei den klugen Köpfen. Wenn jetzt so einer eingewiesen wird, wie die Rechtsanwältin oder wie ja, der Berner, der Dr. Binder. Oder der Thomas Binder in der Schweiz, ja. Und dann bricht ja in dem Moment für denjenigen die Welt zusammen, weil er immer wieder nach Wissen gestrebt hat, nach Demokratie und rechtschaffend war und so gearbeitet hat. Jetzt plötzlich mit der Einweisung in so eine psychiatrische Anstalt ist ja nicht nur, dass die Freiheitsberaubung jetzt da plötzlich stattfindet, sondern es ist vor allen Dingen, kluge Köpfe werden damit für unglaubwürdig erklärt. So, ja. Und was mir natürlich nicht widerfahren ist, ich habe dann nachher sehr lange noch um die Facharztprüfung gekämpft, weißt du ja. Das ist eine lange Geschichte, kann man heute nicht alles erzählen. Zuletzt war ich in der Charité, dann war ich noch der Stationsarzt, habe ganz viele in der rehabilitiert. Das habe ich in meinem Artikel auf der Website geschrieben. Ja. Es geht. Ich habe da eine positive Psychiatrie entwickelt und eine objektive Psychiatrie. Und damit konnte man die doch rehabilitieren. Aber
als ich dann darauf gedrungen habe, obwohl ich in der Charité eine super Beurteilung gekriegt habe, ich sehe das nicht ein, dass ich nicht zu dieser Facharztprüfung komme. Das war ja hintenrum irgendwas, obwohl ich super Leistung hatte. Und da bin ich bis in die höchste Leitungsebene gegangen zum Staatsratsvorsitzenden, hab da angerufen jedenfalls. Beim dritten Anruf kam ein Krankenwagen mit Polizei und ich habe ja das in meinem Artikel beschrieben. Das war eine Kollegin, die mich kannte. Ich bin selber Psychiater und dadurch ein bisschen immun. Jeder andere hätte sich wahnsinnig aufgeregt. Ja. So kenne ich das. Und dann, ach ja, der regt sich auf, bitteschön. Der ist ja psychisch krank, der braucht eine Beruhigungsspritze und so. Ich habe gewusst, wenn du ruhig bleibst, die Kollegin versteht sich mit mir. Ja. Und dann bin ich in die Uni gekommen. Es gab ja auch eine Dreiklassenpsychiatrie. Die Uni war ja die mittlere Ebene, das war schon ein bisschen besser. In Magdeburg? In Berlin. Magdeburg. Hat der Oberarzt gleich gefragt, was war denn da los? Wieso werden Sie denn jetzt zwangseingewiesen für 6 Wochen? Da ich habe bei Eoschonik angerufen, mir hat es gereicht. Ich habe ihm das alles erklärt und dann sagt er, da hatten Sie so recht. Aber jetzt muss ich das wieder aufheben mit den 6 Wochen, mal sehen, wie wir es machen. Ja. Dann gehen Sie mal aus dem Hintereingang in 3 Tagen wieder raus. So, also ich bin da, sage ich mal, konnte gut damit fertig werden. Aber jeder andere, das hat ja der Watzlawick beschrieben, wenn einer plötzlich zwangseingewiesen wird, der dreht ja gar nicht schon durch, auch wenn er gesund ist. Ja, weil du wirst ohnmächtig gemacht. Ja, dir wird die Freiheit geraubt, du kannst nichts machen. Und jetzt ist es bei der Beate Bahner und bei dem Dr. Binder ist es besonders krass. Bei mir kam ja wenigstens noch eine Ärztin und hat gesagt, Uli, was machen wir mit dir? Ich soll das machen. Aber hier kommt einfach nur die Polizei. Das ist total rabiat. Die Polizei kann entscheiden, dass jemand, der jetzt nicht systemkonform ist, in die Psychiatrie muss, weggesperrt werden muss. Und das hat ja die Beate Bahner ganz authentisch, eindrucksvoll beschrieben. Ich habe das ja, das Video auch, einen Link dazu in der Website. Das ist ja so, dass man das auch nachvollziehen kann. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Es gab ja damals auch Isolierzellen und da haben die Patienten, die da lange eingesperrt waren, haben auch Halluzinationen gekriegt. Die kriegt man, kriegen die da immer. Ja. So, und man spricht ja von einer Isolationsfolter. Ja. Ja, das ist eine Art von Folter. Sie war da nur kurz drin und dadurch, dass sie nachher auf einer normalen geschlossenen Station wieder Essen und Trinken gekriegt hat, wahrscheinlich im Bett und so, hört man heraus, dass sie völlig besonnen ist. Also da kann ich mir ein Urteil bilden und sagen, das entspricht genau der Situation. Sie hat den Schock gleich umgesetzt in geistige Wachheit sozusagen. Also du und schildert das Stimme ganz authentisch. Du hast in deiner Stimme gehört. Ganz großes Glück, dass sie noch mal ein Handy kriegte und eine Audionachricht für ihre Schwester drauf sprechen konnte, sonst wäre das überhaupt nicht rausgekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, 500.000 Klicks hat sie da für ihre Nachricht, für diese Information. Das heißt, 500.000 Menschen haben jetzt diesen Missbrauch der Psychiatrie mitgekriegt. Das wird den Leuten klar, was das für eine Schweinerei ist in diesem Staat. Also so kann kein Staat weiter existieren. Es gibt ja den Fall Wollert. Erinnerst du dich? In Bayern. Das ist aber noch im letzten Jahrtausend, glaube ich, gewesen. Dass ein Mann, dessen Frau offensichtlich in krumme Geschäfte bis in die Staatskanzlei hinein verwickelt war, als er das publik machen wollte oder publik gemacht hat, ist er in die Psychiatrie eingeliefert worden über Jahre. Und ich habe vor Jahren ein Interview mit dem Psychiater geführt, der ihn da quasi als Gutachter rausgeholt hat. Also dass die Form der Zwangspsychiatrisierung schon ein Mittel ist, nicht nur der DDR, sondern jedes
totalitären Systems, ja. auch wenn es sich den Anschein der Demokratie gibt. Ich habe gerade vorhin noch mit einer Freundin von dem Dr. Thomas Bindler gesprochen. Und sie sagt, seine Frau habe Klamotten für 14 Tage mit in die Psychiatrie bringen müssen, aber keinen Besuch. Er darf keinen Besuch bekommen. Und er habe, also das sagte die Freundin deiner Schweiz, dass er schon Silvester zu ihr gesagt hat, dass er erwartet, bald abgeholt zu werden. Ja, weil er hat halt gegen 5G Ach so, ja. Er ist Arzt. Ja, und hat ja das sogar noch reingeschrieben, ich werde von der Kapo, der Kantonspolizei Aargau, abgeholt. Hilfe. Mhm. Ja, ja. Also das ist dunkel. Sehr, ja. sehr dunkel. Ja, was ja, da gerade passiert. Jedes Recht wird da außer Kraft gesetzt. Also normalerweise, wenn eine Polizei einen abholt, brauchst du einen Haftbefehl. Ja. Ist alles nicht nötig. Weil in einem totalitären System muss der die Stimme erhebt und die ganze Sache durchschaut, der muss einfach abgeholt werden, fertig. Und normalerweise hat er auch gar keine Chance, noch mal was zu sagen. Das war ja ein Glück, dass die Beate Bahner das da drauf gesprochen hat und dass das jetzt überall rumgegangen ist. Also angeblich ist sie heute ist der 15., wo wir miteinander sprechen, da sei sie zu einer Vernehmung irgendwie ins Polizeipräsidium gekommen. Irgendwie. Aber überhaupt dieser Vorgang, erinnert dich das stark an die DDR-Zeit? Stasi? Ja, wir hatten, ich war ja nicht der Einzige. Mhm. Ich hatte auch von einer Ärztin gehört, die es auch abgelehnt hat, IM für die Stasi zu sein. Und dann von der Stasi wurden Gerüchte in die Welt gesetzt, dass sie psychisch krank sei und damit sie unglaubwürdig wird. Also das gehört einfach zur Diktatur dazu, so eine Schweinerei zu machen. Ja. Sag ich. Du hattest mir kurz im Vorgespräch was von Watzlawick erzählt. Erzähl das bitte doch nochmal. Genau. Ich habe ja die objektive Psychiatrie kennengelernt. Da hatten wir 150 oder noch mehr Items, wo man dann das wirklich einschätzen konnte. Watzlawick hat schon mal die subjektive Psychiatrie damit kritisiert, indem er einfach ein Experiment gemacht hat. Er hat zwei Psychiater zusammengesetzt und jedem wurde beim Reinlassen gesagt, sieh mal zu, was der für eine Diagnose hat, der andere Psychiater. Und das sagte man dem auch. Und beide kamen nachher raus und haben gesagt, so, der hat eine Schizophrenie. Also da sieht man, Psychiatrie läuft so. Also die glauben jetzt, ein guter Psychiater zu sein, die Psychiater, wenn sie alles Mögliche feststellen, so, der verspricht sich, sagt ein anderes Wort und dann sagt Neologismus, Punkt 1, das ist schon mal pathologisch. Neologismus, also wenn er ein Wort erfindet. Neologismus ist auch ein Wort. So jetzt, es gibt eben ganz viel zusammengesammelte psychische Eigenschaften, die dann so willkürlich zusammengemischt werden, dass daraus dann irgendwie was entsteht, oh, der ist ja unmöglich so, der Mensch, und der muss ja krank sein, ja. Und da gibt es richtig viel Dichtung und Wahrheit, also Wahrheit weniger, wird alles zusammengedichtet und daraus eine Diagnose gemacht. Und deswegen ist das so, wer jetzt nichts bei dem anderen feststellt, ist ja ein schlechter Psychiater. Der Psychiater, der jetzt lange seinen Beruf ausübt, Gott sei Dank bin ich dann nachher raus, nachdem ich alles erfahren habe, sagt man ja immer, das steckt an, denn der kriegt dann selbst seine Psychose oder sein Ding und so. Und du hast dich dann auf die Neurologie dann bin ich Neurologe geworden und habe Akupunktur, was Handfestes und so, da kam wieder raus, konnte ich den Menschen helfen. Ja.
Ja, das andere weiß also noch mal was. Watzlawick hat dann außerdem zwei Fälle noch beschrieben. Da wurde jemand Falsches eingewiesen. Der hat sich so aufgeregt. Unglaubwürdig, Freiheitsberaubung, dass sie dann so, ja, der regt sich so auf. Also der hat doch alle Symptome, die man haben muss. Der braucht Beruhigungsspritzen. Und ja, wenn du umgekehrt sagst, ja, klar, komme ich mit, könnte es ja dir passieren, dass sie sagen, ja, der akzeptiert seine Krankheit. Wenn er aber sich aufregt, ist er auch krank. Er kann es machen, wie er es will. Jeder, der eingewiesen wird, der kann für krank erklärt werden. Und das ist eben Psychiatrie. Also in dem Buch, wo er das beschreibt, dass der Falsche eingewiesen wurde und dann natürlich auch eine Diagnose gekriegt hat und eine Behandlung gekriegt hat zur Beruhigung, war der andere, der nicht eingewiesen wurde, der hat sich inzwischen beruhigt. Mhm. Der brauchte dann nicht mehr. Der war dann durch seine Umwelt, durch sich selbst wieder ins Gleichgewicht gekommen. Der war nicht krank dann nachher. So, also, Uli. Paradox ist das, ja, in der Psychiatrie. Ich hab zwar auch in der Psychiatrie gearbeitet, auf der Geriatrie, ist aber schon ein paar Tage her. Was würdest du einem Menschen empfehlen, der jetzt solch ein Schicksal erfährt? Also wir können ja davon ausgehen, dass dieses Zucken des Systems noch ein bisschen dauert. Also des alten Systems, was da jetzt aus meiner Sicht untergeht. Und zwar endgültig, die haben gar keine Chance, weil die ja insgesamt sich die Schwingung erhöht haben auf diesem Planeten und die haben definitiv keine Chance mehr. Trotzdem tun sie ja noch alles Mögliche, um ihre Truman-Show da aufrechtzuerhalten. Was würdest du also einem Menschen raten, der jetzt ein solches Schicksal erfährt, von der Polizei abgeholt wird, in die Psychiatrie gebracht wird? Gibt es da aus deiner Sicht als Psychiater, als jemand, der in der Psychiatrie auch gearbeitet hat, etwas, was du diesem Menschen raten kannst, damit er das durchsteht? Ja, erstmal, wenn man so ein bisschen weiß, wie der Dr. Binder, was so auf einen zukommt, dann sagt man sich ruhig bleiben, mit denjenigen kommunizieren, mit der Polizei sich lieber nett unterhalten, sich nicht aufregen. Wenn es nicht überraschend ist, dann kann man das alles hinkriegen, so in der Psychiatrie mit dem Personal auch den Kontakt suchen. So, und mit denen erzählen, das hilft immer, weil dann wurde da auf der Strichliste des Psychiaters und nicht mehr so viele Symptome auftauchen. Da sagt er gleich, naja, der ist ja kontaktbereit, sagt er denn. Der redet mit uns und wir können uns so ein bisschen vorstellen, was mit ihm los ist. Kann dann sagen, gut, ich habe eine andere Meinung als das System, aber das müsst ihr verstehen. Ich weiß jetzt nicht, was mit der Beate Bahners, aber so wie sie sich angehört hat, könnte also, wenn die Ärzte und die Krankenschwestern da ganz normal sind und nicht beeinflusst sind, müsste sie eigentlich schon längst wieder raus sein. Ja. So, also das ist meine letzte Information. Das weiß ich jetzt nicht. Dass sie schon wieder raus ist. Ja. Die musste raus, weil das könnten sie sich einfach nicht erlauben. Wenn so ein Video rauskommt, dann kann jeder Psychiater sagen, die ist doch okay. Ja. Also darf ich das mal eben zusammenfassen? Schon mal, je mehr, also umgekehrt, je mehr Widerstand ich leiste, desto also je mehr ich mich aufrege, was ja eigentlich zu Recht wäre, also in den heiligen Zorn käme, desto eher werde ich gespritzt oder sonst was. Ja, genau. Auch gegen den Willen. Mir kommt natürlich Folgendes. Jetzt mal den Fall durchgespielt. Ich bin ganz ruhig. Ich arbeite mit denen zusammen. Sie tun ihren Job. Und wenn dann doch von irgendwoher eine Anweisung kommt, mich mit Psychopharmaka vollzupumpen. Hast du da, also weil ein Kollege damals, ist schon ein paar Tage her, ich glaube 81 war das, der hat mal Haldol genommen. Ein Pfleger. Nein, der hat einen Pfleger, Haldol genommen und der war drei Tage lang ausgenockt.
Ja, klar. Ja. Also die Neuroleptiker, die schalten ja auch die gesunde geistige Tätigkeit aus. Also die fahren sie runter auf ein Minimum. Ja. Ganz abgesehen davon, dass auch noch Parkinson-Symptome dazukommen können. So, also ein Neuroleptiker? Ja. Okay. Wenn die hochdosiert werden. Also auf jeden Fall, da würde ich abraten. Also wenn jemand in die Psychiatrie kommt, dann heißt es also, so tun, als ob er die Tabletten nimmt und im Ausguss verschwinden lassen. So. So. Ja, ich könnte da noch eine Geschichte erzählen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Okay. Glaube ich. Also wie viel Zeit hast du noch? Also ein paar Minuten haben wir noch, klar. In ein paar Minuten schaffe ich das wohl nicht. Nein, ich meine. Ich habe dann das System auch ausgetrickst mit der Psychiatrie. Das ist eine lustige Geschichte. Na komm, lachen, wenn wir erzählen? Wirklich lachen, ja. Also noch ein bisschen. Gut. Ja, es war so. Also, als hier der Professor von der Psychiatrie mir sagte, ja, ich soll sagen, dass sie psychisch krank sind und so. Und naja, wo mir druckst, dann habe ich gesagt, können Sie mir das mal schriftlich geben? Dann habe ich jetzt, ja, für die Armee. Dann hat er mir für die Armee psychisch, irgendwas mit psychisch. Und er kann nicht zur Armee. Gut, habe ich gedacht. So, und danach kam ich also nicht mehr dazu, Patienten zu behandeln. Die wollten mich unbedingt wieder in ein theoretisches Fach bringen. Und ich wollte mich aber nicht vergewaltigen lassen in meiner Karriere, also Laufbahn, in dem, was ich also lernen und wissen wollte. Und dann habe ich mir eine Kopie gemacht, bin zum Bezirksmilitärarzt gegangen und habe gedacht, so, hier, gucken Sie mal, ich bin Unteroffizier, brauchen Ärzte bei der Armee. Ja, Feuerzeug hat er rausgeholt, der Bezirksmilitärarzt hat gesagt, wir verbrennen das, sind Sie wieder tauglich. Gut, ich bin dann zur Chirurgie gekommen, durfte wieder Patienten behandeln, im Auftrag für die Armee, für die Nationale Volksarmee. Da war ich dann Arzt, gleich Oberleutnant. Ich meine, kam mir ein bisschen vor wie der Hauptmann von Köpenick, weil ich mich überhaupt nicht mit Militär zurechtfand. Ja. Und war als Arzt und so, da ging das schon. Und ich habe auch alles gelernt. Es war für mich mal interessant. Ich war auch mal der Landarzt für so ein ganzes Dorf, dann war das eingeschneit in der Schneekatastrophe, dann musste ich so richtig zeigen, was ich konnte und wurde in jeder Hinsicht als Arzt gefordert. Ja? Mhm. Und nachher, als der Frühling kam, Schneekatastrophe vorbei, da musste ich in so ein Ledigenheim, ich war gar nicht ledig, aber ich musste da schlafen, wohnen und da waren so viele Besoffene. Ja? Und dann habe ich die Kopie wieder rausgeholt und habe gesagt, hier, hallo, ich muss nach Hause gehen, ich bin psychisch krank. Jetzt kommt es. Ach, da muss müssen erstmal ihren Regimentsarztposten übergeben und dann bringt sie einen Offizier so, nach Bad Saro in den Nervenklinik. In der Nervenklinik Bad Saro wollten sie dann den begleitenden Offizier da behalten und nicht mich, weil ich so geordnet aussah. Habe ich gesagt, nein, ich bin der Patient hier. Ich habe es aber doch nicht, wieso denn? Wir sind doch ganz geordnet. Nein, nein, das hat ein Professor mir geschrieben, das muss so stimmen. Ach so, na gut, dann kam ich in eine offene Psychiatrie. Dann haben sie den doch wieder, den begleitenden Offizier, nach Hause gelassen, so mit Engel und Würgen, der wäre bald als Falscher in die Psychiatrie gekommen. Und dann war ich da. Und in der offenen Station, ganz nett alles. Aber dann kam nämlich da, weil du das Thema angesprochen hast mit Neuroleptika. Dann habe ich den Neuroleptika, nachher haben die gesagt, ja, sie müssen noch Stimmen hören. Ja, ich höre Stimmen. Gut. Und so kriegten wir dann die Symptome so zusammen. Und nachher dann kamen sie, dann müssen sie aber auch Neuroleptika nehmen. Dachte ich, ach du meine Güte. Dann habe ich die alle in Ausguss verschwinden lassen. So. Und dann, nach einer Weile, hatte ich mal so Zeit, mit der Nachtschwester zu erzählen. Dann sage ich, nee, ich habe noch nie was genommen. Ach so? Sie haben gar nichts. Ach so? Und dann, nachher hat es die ganze Station gewusst.
der Stationsarzt auch, hat gesagt, Sie wissen ja, wir schreiben jetzt in die Kurve, dass Sie das genommen haben. Und der Kollege, ist alles okay. Und dann nachher hat mir das so lange gedauert und sage, ach du meine Güte, jetzt fährst du nach Hause. Dann bin ich zum Chefarzt gegangen, ein Oberst, und habe gesagt, wissen Sie was, Herr Oberst, Sie sind der Einzige, der noch nicht weiß, dass ich eigentlich gesund bin. Was machen wir nun? Und da hat er gesagt, ach du meine Güte, das darf ja nicht rauskommen. Das könnte mir ja den Posten kosten, sagt er so. Dann habe ich gesagt, gut, also entweder Sie lassen mich gleich raus oder Sie bieten mir irgendwas an. Und dann hat er gesagt, ja, Sie kommen ins Generalsappartement. Da wurde ich dann bedient, durfte meine Frau mitbringen und alles wie in ganz tollen Fünf-Sterne-Hotel. Und da hat sie gesagt, da müssen Sie jetzt noch so lange bleiben, bis der Minister alle entlässt. Und dann werden Sie als gesund entlassen, aber der darf ja nicht lesen, warum. Und an dem Tag, wo er alles unterschreibt, liest er ja nichts mehr. So, und da können Sie dann nach Hause gehen, dann sind Sie wieder Oberleutnant der Reserve. Und dann habe ich wieder in der Nervklinik gearbeitet. Das mal bloß, ich habe dann verstanden, also den Missbrauch der Psychiatrie auch für mich auszunutzen gegen dieses blöde System, sag ich mal. Ich meine, warum soll ich das nicht auch machen, wenn die das machen? Finde ich schön, dass du die Geschichte erzählt hast, weil das Ganze jetzt mit Humor zu nehmen. Ja, es ist die einzige Möglichkeit, das zu ertragen. Genau. Ja, Humor und Schleue, ja. Wie der Fuchs, schlau zu sein, weil wir wissen, dass das nicht mehr lange dauern kann. Das sind die letzten Zuckungen. Ich bin optimistisch. Ich denke ja, dass eigentlich die Psychiatrie als wirklich medizinische Fachrichtung, dass die auch mal sich durchsetzt, ohne dass sie missbraucht wird. Es gibt ja auch wirklich Kranke. Und das finde ich unmöglich. Aber wenn so, ich habe eben mir gesagt, wenn die das können und du die Psychiatrie wärst, kannst du es auch. Ja. Super. Uli, so, bin ich ja dann zum Facharzt gekommen. Da haben sie mich zu Hause gesagt, du musst sofort zum Facharzt kommen. Nach 15 Jahren. Hammer. Uli, aber ich habe viel gelernt. Ja, genau. Du hast es ja in einem unserer Gespräche beschrieben, dass mit jeder Ablehnung deines Antrages auf Facharzt hast du gesagt, okay, wenn Sie meinen, dass ich nicht genug gelernt habe, dann delegieren Sie mich zu dem und dem Krankenhaus. Und du hast alle Nobeladressen der Medizin kennengelernt. Zum Schluss war ich in der Charité. Das war also toll, da haben wir Regierung behandelt. Charlotte Ulbricht war da und alle möglichen, die standen auch über der Stasi, sag ich mal. Über der Straße. Okay. Es gab eben bestimmte Machtstrukturen. Einmal, wo ich promoviert habe, der Professor Matthies, der mit uns die Neurobiologie begründet hat, da waren sie aus der ganzen Welt, aus den USA, jeder wollte wissen, was wir da erforscht haben. Der hat alles gekriegt, die modernste Technik, die Doktorarbeit wird heute noch gelesen. Und Charité war auch so eine Sondereinrichtung, Ausstellungsstück der DDR. Die Verbindung ist gerade ein bisschen unterbrochen. Vielleicht bin ich jetzt hier. Jetzt ist es wieder da. Ja, Charité war auch so ein Highlight. Jeder Charité-Arzt, der ist ganz stolz gewesen und also der stolze Gang des Charité-Arztes war bekannt. Da gab es keine Professorentitel und sowas. Man war also Herr oder Frau und fertig. Stand man über den Dingen. Das war dann die höchste Stufe der Psychiatrie. Sozusagen die erlauchte Gesellschaft. Ja. Ja, ja. Aber eben ohne deinen Facharzt. Ja, aber dann haben sie das ja begründet, ich soll Facharzt werden. Aber dann mussten sie noch mal sehen, wie sie das noch ein bisschen hinausführen, bis es dann nachher zur Wende kam, sozusagen. Genau. Uli, vielen, vielen Dank für dein kurzes Statement. Wir werden uns sicherlich in anderen Zusammenhängen noch mal wiedersehen. Wie auch immer hier das Absurdistan noch dauern wird.
ich danke dir von Herzen und auch für die Ermutigung. Leute, wenn euch das widerfährt, seid kooperativ, seid in eurer Mitte, ja, dann kommt ihr da schneller durch. Vielen, vielen Dank, Olivier. Liebe Zuschauer. Ich hoffe, es ist gut so. Ja, liebe Zuschauer, es ging hier gar nicht darum, den Teufel an die Wand zu malen, aber es geht darum, die Augen aufzumachen. Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen geholfen, dass ich da meine Geschichte erzählt habe, um jemanden zu ermutigen. Man kann lernen, damit umzugehen, sage ich mal. Genau. Aber wir wollen ja, dass es öffentlich wird, damit das System so eine Schweinerei nicht mehr macht. Genau, dass das in Zukunft nicht mehr möglich und dass wir das nicht gemeinsam nicht mehr zulassen. Dafür müssen wir aber hinschauen. Jetzt, in diesem Sinne, freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.